Also das hier ist ein Kontrollfahrzeug des Bundesamts für Güterverkehr. Ein Mercedes Sprinter, 3 Tonnen 160 PS. Ein Fahrzeug, was darauf ausgelegt ist, über 8, 9 Jahre Kontrollaufgaben des Bundes zu erfüllen. Es ist ein autarkes Fahrzeug, das heißt, es kommt kein externer Strom dran. Das heißt, das Fahrzeug muss seinen Strom selber erzeugen, ist täglich im Einsatz, wird abends abgestellt, morgens wieder normal gestartet und dann muss auch der Durchlauf laufen in diesem Fahrzeug. Das Problem ist, es werden relativ viele Standkontrollen ausgeführt, das heißt, das Fahrzeug steht relativ oft, wird dann teilweise nur auf An- und Abfahrten wieder aufgeladen, batterietechnisch. Dadurch hat das Bundesamt vor einigen Jahren Sachen eingeführt, um halt diesen Strom zu speichern und dann halt auch für diese Standkontrollen Strom zur Verfügung zu stellen. Das wurde jahrelang gemacht über normalen Batterien und seit geraumer Zeit über eine Brennstoffzelle. Diese Brennstoffzelle hat natürlich den Nachteil, dass immer wieder laufend Sachen dazu gekauft werden müssen, in dem Fall Methanol, und dadurch natürlich auch eine preisliche Sache ist, die folgekostenmäßig haushaltstechnisch immer abgerechnet werden müssen. Bei diesem Fahrzeug ist jetzt ein Versuchsträger. Wir haben ja eine Lithium-Ionen-Batterie, die dann halt mit diesem wenigen Strom aushalten muss, was von der normalen Lichtmaschine herkommen sollte und die Aufgaben der Brennstoffzelle komplett übernehmen soll. Wir haben sie jetzt seit einigen Wochen drin, funktioniert eigentlich störungsfrei. Brennstoffzelle haben wir noch als Gimmick mit im Fahrzeug drin, ist abgeklemmt und soll nur dann angeschlossen werden, wenn diese Lithium-Ionen-Batterie nicht funktionieren sollte. Nur zur zeitigen Sichtweise wird das wohl in den nächsten 7-8 Jahren nicht der Fall sein.